Hallo und herzlich willkommen zum MBCAD Video Tutorial. Mein Name ist Katrin Bohn und heute zeige ich Ihnen in DraftSight 2016 den Ausrichtenbefehl, mit dem Sie Elemente verschieben, drehen und skalieren können. In meinem Beispiel sehen Sie hier eine Abwicklung von einem Blechteil mit einem ziemlich krummen Maß. Dies möchte ich nun drehen und ausrichten an dieser Linie und es soll doch nur 280 mm groß sein anstatt 319,541. Der Ausrichtenbefehl, den gibt es leider nicht als Symbol, den muss ich hier direkt eingeben. Mit Ausrichten, Enter. Jetzt müssen wir die Elemente im Grafikbereich angeben, die ich ausrichten möchte. Ich ziehe ein Fenster von rechts nach links auf, um alles, was davon berührt wird, mit einzuschließen und wähle die Enter-Taste. Nun muss ich meinen ersten Quellpunkt angeben und um diesen korrekt fangen zu können, schalte ich mir das E-Fang ein und über die Einstellungen kontrolliere ich, ob Endpunkt und Mittelpunkt eingeschaltet sind. Dann fange ich an der Stelle meinen Mittelpunkt als ersten Quellpunkt und gehe zu meinem ersten Zielpunkt, zu dieser Linie zum Endpunkt. Meinen zweiten Quellpunkt gebe ich an, das soll der Mittelpunkt hier unten sein, und wähle meinen zweiten Endpunkt oder meinen zweiten Zielpunkt. Einen dritten Quellpunkt könnte ich jetzt angeben. In dem Fall sind wir nur im 2D-Bereich, brauche ich nicht, kann ich mit der Enter-Taste bestätigen. Und jetzt werde ich abgefragt, ob ich es skalieren möchte. In dem Fall ja, gebe ich ein J ein. Enter-Taste und schon konnte ich mein Modell skalieren auf die 280. Ein weiteres Beispiel. Ich habe hier ein Sechseck vorbereitet und ein Viereck und möchte nun dieses Viereck an zum Beispiel diese Sechseckseite verschieben, verdrehen, einmal mit skalieren und einmal ohne skalieren. Ich möchte also wieder den Ausrichtenbefehl verwenden. Diesen kann ich jetzt, weil ich ihn schon einmal verwendet habe, über das Kontextmenü der rechten Maustaste verwenden, ausrichten. Jetzt die Elemente angeben, das sollen jetzt diese Elemente sein, markieren. Enter-Taste. Mein erster Quellpunkt ist der Endpunkt zum ersten Zielpunkt. Das ist ja dieser Endpunkt. Mein zweiter Quellpunkt zum zweiten Zielpunkt. Auch hier habe ich keinen dritten. Einfach mit Enter bestätigen. Jetzt möchte ich es mal nicht skalieren. Was passiert dann? Ich drücke also das Nein. Enter. Und mein Viereck wird an das Sechseck so angepasst, dass es sich am ersten Zielpunkt ausrichtet und dann einfach nur ansetzt. Wenn wir zurückgehen und das Ganze nochmal anschauen, ich sage nochmal ausrichten, markiere nochmal die Elemente, die ich ausrichten möchte, Enter, der erste Quellpunkt zum ersten Zielpunkt, der zweite Quellpunkt zum zweiten Zielpunkt, einen dritten Quellpunkt mit Enter einfach bestätigen und jetzt drücke ich das J für Ja und Enter und mein Rechteck wird eben an diese Sechseckseite angepasst. Weitere Videos finden Sie unter www.facebook.com/mbcad.